Willkommen bei Millennia, dem neuen Spiel von Paradox und CPROM. Einem wunderbaren Spiel, wo wir durch verschiedene Zeitalter reisen, mit schlechter Grafik und schlechter UI, aber unglaublich vielen tollen Mechaniken, die uns ein tolles Spielgefühl geben. Wir können Zeitalter auswählen und ganz viel Spaß haben. Oder wir spielen das, wie wir es jetzt machen, mit Großmeister-KI und die haben folgende Vorteile. Wie man sehen kann, beginnt die KI mit 4 Kriegsschar, 2 Kundschaftern, einem extra Siedler, unglaublich Produktionswissen und Vermögenvorteile, Kulturvorteile, hat gegen die neutralen Einheiten einen doppelten Angriff, hat 8 plus 8 mal Zeitalterproduktion, kann also unglaubliche Armeen unterhalten. Und dem werden wir uns stellen und ihr werdet sehen, ja, das ist so krass, wie es hier aussieht. Hier sind die Settings. Wir spielen Omnistan und mehr Kultur. Für alles andere haltet einfach kurz das Video an und los geht's. Unsere Reise startet in Glasgow, unsere erste Stadt, die wir haben mit unseren 2 Kriegsscharen, wie man es halt bei Millennia kennt. Ihr werdet wissen, der erste Schritt wird immer sein, alles zu erkunden und vor allem unsere Kultur immer für die lokalen Reformen anzuwenden. Denn diese lokalen Reformen geben uns einen unglaublichen Ressourcenvorteil, den wir nutzen wollen. Außerdem sehen wir in unserer Nähe 2 Fischvorkommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den frühen und bescheidenen Anfängen auf die Seefahrer gehen. Die erste Forschung wird sein, den Rat zu errichten, also die Stammesältesten. Denn Omnistan muss Wissenschaft vorankommen, um eine Chance zu haben. Wegen der reichen Holzvorkommen bauen wir als erstes mit der Kulturfähigkeit aber eine zweite Stadt. Wir werden außerdem konstant die Umgebung erforschen, denn wir brauchen dringend ganz viel Wissen, Kultur, Regierungserfahrung durch alle möglichen Goodie-Huts oder eben Barbarencamps, die wir besiegen. Es ist eine Zeit des Friedens, deswegen wir relativ schnell durch diese Zeit geschehen werden, denn Glasgow floriert, unsere Umgebung ist relativ friedlich oder wird durch unseren Kampftrupp befriedet. Das heißt, wir können unsere Ressourcen ausnutzen und plündern, unsere Städte wachsen nach und zunächst einmal uns vorbereiten auf, wie ihr sehen könnt, das nächste Zeitalter in Runde 12. Mit dem Start einer Lehmgrube haben wir die Chance, mehr Verbesserungspunkte zu produzieren, die wir unbedingt brauchen, um schnellstmöglich unsere Stadt nach vorne zu bringen. Alles andere geht nicht. Ihr seht, die Fische können wir noch nicht erobern. Unsere Kultur ist dazu noch nicht in der Lage. Das heißt, auch wir müssen gucken, dass wir ins nächste Zeitalter kommen. Allerdings haben wir natürlich einen großen Nachteil, wie ihr sehen könnt. Haben auch schon die Wissensfraktion freigeschaltet, die Kultur und die Innovation, sodass wir möglichst dahinterherkommen. Und auch wir konnten dann nach einigen Runden später ins Bronzezeitalter kommen und nichts passiert ist, außer dass wir unsere Station ausgebaut haben. Wie gesagt, wir werden die alten Seefahrer wählen, denn sie bringen uns den großen Vorteil, schneller zu expandieren, bessere Nutzschiffe zu haben und damit das Meer zu erobern und auch außerhalb unseres Gebietes Fische zu fangen, was unglaublich mächtig sein kann, wie ihr gerade sehen könnt. Unsere Nachbarn lassen sich lange auf sich warten und deswegen finden wir unseren ersten Kontrahenten Russland. Das mächtige, große Russland, das Ankara hier angreift, um die Kontrolle dieses Staates zu übernehmen. Außerdem sehen wir, dass wir massiv weites Gelände über uns, neben uns und überall haben, was uns einen großen Vorteil verschaffen kann, aber auch viele Barbaren bedeutet. Wir werden weiterhin den Pfad des Seefahrers gehen, um die Macht auf dem Wasser zu erhalten. Denn ihr seht, wir haben noch mehr Fische, als man vorher gedacht hat. Das heißt, wir sind momentan noch in der absoluten Aufbauphase. Wir erforschen Gemeinschaft und sparen auf die Brennofen, sodass wir das Lehm zu schönen Ziegeln verarbeiten können, um noch mehr Verbesserungspunkte zu bekommen. Und auch wir gehen jetzt schon in das nächste Zeitalter. Noch sieht unsere Forschung ganz in Ordnung aus. Wir halten einigermaßen Stand mit Russland und Persien, die unsere großen Widersacher zu sein scheinen. Mehr haben wir noch nicht gesehen und Persien auch nur durch den Forschungsbildschirm. Omnistan wächst und gedeiht, deswegen kommt es auch zur ersten Innovation. Leider ist sie keine gute Innovation, weswegen wir die 300 Gold nehmen. Und ich kann euch sagen, diese 300 Gold werden wir auf jeden Fall noch gut gebrauchen, wenn wir langfristig das Ganze betrachten. Mit weiteren Nutzschiffen, die uns mehr Nahrung geben, Morpeth, das jetzt endlich zur Holzfällerstadt wird, um uns Produktion zu liefern, und unserer laufenden Ziegelproduktion sind wir sehr gut aufgestellt, um ins nächste Zeitalter zu kommen. Ihr seht aber oben, dass Russland uns tatsächlich schon schlägt, wenn wir die Forschung ins Zeitalter betrachten. Das heißt, den Vorteil, den ich eben noch erwähnt habe, sehen wir jetzt dahin schwinden, denn wie ihr erkennen könnt, Russland ist als erstes ins Zeitalter des Eisens vorangeschritten. Für Omnistan und Glasgow bedeutet das, dass wir erstmal nicht ins nächste Zeitalter gehen, sondern Disziplin erforschen, unsere militärische Stärke fördern, denn die Angst vor Russland ist groß und wir müssen uns verteidigen können, sowohl gegen Russland als auch die hunderten Barbaren, die in unserer Umgebung hausen. Ein erster Siedler wird produziert, um endlich nach 30 Runden, obwohl wir schon 2 Zeitalter vorangeschritten sind, eine zweite Stadt zu gründen. Aber es ist in Omnistan so, ihr müsst
müsst eure Produktion und ihr müsst eure Ressourcen in der Hauptstadt fördern, damit die wächst und gedeiht, sodass ihr überhaupt eine Chance habt, voranzukommen. Eine neue Vasallenstadt bringt Omnistan und Glasgow nicht so viel wie mehr Nutzschiffe, mehr Produktion in Glasgow und so weiter und so fort. Das neue Zeitalter ruft, und ich will ganz kurz auf den Barbaren eingehen, den wir gesehen haben. Es sind Barbaren, Kriegsherren mit 44 Stärke, können immer wieder im Eisen- oder Bronzezeitalter sofort spawnen und eure Zweitstädte, eure Einheiten oder eure Hauptstadt tatsächlich zerstören. Da müsst ihr immer extrem vorsichtig sein, kann ich euch nur sagen. Omnistan konnte es jetzt zurückschlagen. Da Glasgow eine mächtige und große Stadt ist, nehmen wir natürlich die Kaiserdynastie, um unsere Herrschaft zu festigen mit dem mächtigen Palast, der uns langfristig mehr Produktion und mehr Wissen geben wird und den wir jetzt schon direkt in unserer Hauptstadt bauen können. Das gibt uns einen enormen Vorteil, um mit einer Stadt relativ gut voranzukommen, relativ stark zu sein und ist dadurch besser als die Monarchie. Bis zum Ende des Spiels werden wir von Barbaren über die See angegriffen. Das heißt, sogar Galeeren müssen stark sein. Omnistan braucht eine Wasserstreitmacht. Ich zeige euch das einzeln, aber damit ihr wisst, konstant werden wir da angegriffen werden, müssen unsere Nutzschiffe verteidigen, denn die geben uns einen großen Vorteil fürs Wachstum. Die brauchen wir dringend, um uns über Wasser zu halten und mithalten zu können. Mit Runde 48 sehen wir diesmal Ägypten, kommt schon ins nächste Zeitalter. Wir haben erst eine Forschung von dreien. Das heißt, wir verlieren unglaublich im Wissenschaftsspiel. Denkt zurück an die Boni, die KI hat. Die sind unglaublich. Ihr merkt es, wir können nichts an Zeitalter entscheiden, nichts an spannenden, speziellen Zeitaltern. Omnistan ist da ganz den Strömen der KI ausgesetzt. Wenn ihr die Karte betrachtet, könnt ihr sehen, dass unser Reich wächst. Wir haben mehr Vasallen, Außenposten, die noch ganz wichtig sein werden und haben eine freie Stadt unten im Osten befreien können. Zeitalter der Könige wurde eingeleitet, leider nicht von uns, sondern von Ägypten. Und wir haben gerade erst Pferde erforscht, können jetzt erst nach 12 Runden gegebenenfalls ins Zeitalter der Könige kommen. Einziger Vorteil, wir haben jetzt Kavallerie. Das heißt, unsere Streitwagen können zu Kavalleristen abgegradet werden, wodurch Omnistan unglaublich an Macht gewinnt. Denn das sind sehr schnelle Einheiten, die uns endlich mit diesen ganzen Barbarenhorden, die hier gerade mal sehen können, klarkommen lassen. Und dass wir hier wirklich mal unser Gebiet etwas bereinigen können und hoffentlich auch unsere Exklave oder unsere Provinz außen im Osten verteidigen können. Also haben wir eine zweite Holzfällerstadt gebaut, die uns einen unglaublichen Vorteil mit Produktion geben wird, wodurch unsere Stadt Glasgow absolut weltführend sein wird mit Produktion. York wird unsere zweite Stadt sein, die wir nach all dieser Zeit endlich einnehmen können. Und wir sind auch im Zeitalter der Könige angekommen und können uns für einen neuen Nationalgeist entscheiden. Es ist die Frage zu Omnistan, was sollen wir nehmen? Vieles wurde schon genommen, wie ihr sehen könnt. Die ganzen KIs haben alles weggenommen, außer drei Optionen, die wir noch offen haben. Das Wichtigste in dieser Zeit, also das sind tatsächlich Burgverbesserungen. Denn unsere Außenposten können jetzt zu Burgen umgewandelt werden, die uns mit bestimmten Forschungen neue Verbesserungen geben, die uns Kultur zum Beispiel bringen können, Kriegspunkte oder andere Dinge, die wir extrem gut nutzen können. Dementsprechend nehmen wir auch die Gewürzhändler, denn wenn ihr zuerst die Außenposten nicht zur Burg verwandelt, erstmal hier die ganze Fähigkeit benutzt, wie die Karawanserei, die sehr teuer ist, aber auch zwei Diplomatiepunkte gibt oder eben sowas wie nachher den Handelsposten, dass ihr nämlich die Ressourcen abbauen könnt, dann habt ihr einen enormen Vorteil. Könnt ihr es dann zur Burg upgraden, wodurch neue Verteidiger da sind und ihr auch noch diese besonderen Verbesserungen, die ich eben erwähnt habe, bauen könnt. Mit der Gründung einer Religion des Buddhismus können wir unsere Kultur besser verbreiten. Es gibt uns den Vorteil, dass wir die Kulturkraft, die wir, wie ihr sehen werdet, dringend brauchen werden, um Omnistan am Leben zu erhalten, häufiger einsetzen können. Auch York erhält seine Holzfällerstadt, um die Produktion voranzubringen. Es ist einfach ein Muss, dass man solche Städte gut platziert, um halt wirklich mithalten zu können. Ansonsten bauen wir unsere Städte weiter aus. Ihr könnt auch schon die Ausmaße von Russland auf der Karte erkennen. Die sind nämlich nicht ohne. Nach Jahrtausenden Seefahrt haben wir es endlich geschafft, unser Vermächtnis abzuschließen und unseren ersten Vorteil zu bekommen, was erstmal einfach nur ein Erkundungspunkt ist. Aber immerhin können wir da vorangehen. Ihr seht auch, warum Russland uns noch nicht angegriffen hat oder es noch relativ friedlich geblieben ist in dieser Zeit. Denn Russland ist mit China im Krieg, die anscheinend noch südlich davon sind. Man sieht leichte gelbe Spuren von China schon mal auf der Karte, aber sie sind momentan noch nicht unser Problem. Das wird sich aber bald enden. Mit den ersten Karawansereien werden wir richtig, richtig viel Diplomatie-EP holen, wodurch wir richtig viele Händler bauen können, unsere Vasallen upgraden können, die wir immer mehr bauen werden und dadurch immer einen größeren Vorteil bekommen. Außerdem können wir Gewürzhändler schneller abschließen und uns vielleicht sogar noch einen Nationalgeist nehmen, der Omnistan weiterhin in die Diplomatie-Schiene bringt. Das bleibt aber abzuwarten, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Allerdings ist diese Karawanserei sehr stark, kann aber halt nur auf der Wüste gebaut werden. Doch bevor wir uns wirtschaftlich weiter ausdenken können, was uns einen Vorteil bringt, ist es soweit. Russland erklärt uns den Krieg und damit kommt die Zeit des Krieges über Omnistan.
Zeit ist abgelaufen für friedliche Koexistenz. Russland erklärt uns den Krieg und das bedeutet, jetzt werden wir das volle Ausmaß der KI sehen, die uns eh schon technologisch weit voraus ist. Wir versuchen gerade noch panisch irgendwie etwas militärisch zu erforschen, um da noch einigermaßen hinterher zu kommen. Wir sehen hier aber schon die ersten Angriffe, unsere Einheiten werden komplett gebrochen. Wir können allerdings die Fähigkeit Verstärkung mehrfach auf unsere Einheiten benutzen. Denkt aber daran, das kostet immer Kampferfahrung. Das heißt, eure Einheiten werden niemals zu Veteranen, was ihre Stärke deutlich vergrößern würde. Ihr seht, wir haben hier eine Burg und unsere 91 Armeen gegen eine 161er und eine früher auch mal 161er Armee. Beides extrem starke Armeen, was natürlich zu einem extrem knappen Punkt werden kann, ob wir das Ganze überhaupt überstehen oder nicht. Bisher hat die KI noch nicht angegriffen, ihr seht aber, die Armeestärke hat sich verdoppelt, wodurch die Gefahr nochmal verdoppelt wurde. Wir dürfen diese Burg nicht verlieren oder hinten die Vasallenstadt. Das heißt, wir benutzen panisch unsere freiwilligen Fähigkeit, um einen Vorteil zu erringen. Da wir jetzt die neue Technologie haben, haben wir zumindest Spießträger, wodurch das Ganze etwas einfacher wird. Aber ihr seht, wir sind komplett umzingelt. Neben Schauplätzen ziehen marodierende russische Horden durch unser Gebiet, plündern, was sie kriegen können und machen damit noch mehr Schäden. Denn jeder Verbesserungspunkt, den wir ausgeben müssen, um mal zu reparieren, ist extrem teuer. Wir sehen den nächsten Schritt, dass unsere Stadt, unser Vasall, angegriffen wird und im Osten zu Glück noch verteidigt werden kann. In der Gegenoffensive können wir die Fähigkeit weiterhin nutzen, dass wir uns heilen können und in unserer Burg stehen können. Denn unsere Burg gibt uns Verteidigungsvorteile, gibt einen Angriff und ebenso ein paar Milizeinheiten plus einen Burgherrn. Wir benutzen dann aber die Kulturfähigkeit Waffenstillstand, um den ersten Frieden zu erzwingen. Denn langfristig können wir gegen diese Übermacht nicht ankommen und eine Stadt wird fallen, wenn wir das nicht tun. Unsere Galeeren müssen sich weiterhin konstant gegen die Barbaren wehren, während eine langsame Ritterarmee, die oben die Barbaren ausgerottet hat, sich langsam Richtung Süden bewegt, um unsere Stadt zu verstärken. Falls ihr glaubt, dass der Krieg damit vorbei ist, dann vertut ihr euch leider, denn 5 Runden später erklärt uns Russland erneut den Krieg. Denn diese KI ist gnadenlos und wird nie wieder Frieden finden. Das heißt, der nächste Angriff steht bevor und wir müssen uns wieder verteidigen. Hinten in unseren Hauptstädten zum Glück haben wir eine relativ gute Verteidigungsposition und eine Verteidigungsarmee. Allerdings ist der Osten weiterhin stark bedroht. Ihr seht es, eine große Armee von 176 Einheiten steht da bereit, um uns zu besiegen. Wir haben unsere Ritter da, aber die kommen leider nicht mit dem Angriff klar. Denkt immer daran, ihr könnt Aktionen rückgängig machen. Das ist hier bitter nötig, das werdet ihr noch weiter merken. Das heißt, wir werden die erstmal heilen und dann angreifen und hoffen, dass wir sie jetzt zumindest zurückschlagen können. Ihr seht aber weiterhin keinerlei Chance, dass ich ohne Verluste rauskomme. Das heißt, ich muss meine Armee aus der Burg bewegen, um irgendwo einen Vorteil zu gewinnen. Langen hin und her haben wir uns dafür entschlossen, die Wight and Conquer zu betreiben. Das heißt, eine Stadt einzunehmen und diese Armee erstmal walten und schalten zu lassen, wie sie will. Hier müssen wir unsere Kulturfähigkeit nutzen, um einen Waffenstillstand oder die Armeen herbeizurufen. Diesmal Armeen, um Erzurum zu beschützen. Nur so können wir es irgendwo verhindern, dass die Armee diese Stadt komplett überrennt, denn viel Miliz ist nicht mehr übrig. Das Problem dabei ist, dass wir ständig unsere Kulturfähigkeiten verlieren für unwichtige Dinge und nicht für Forschung, für Heureka oder mehr Produktion in unserer Hauptstadt. Aber nur so können wir, wie ihr sehen könnt, einigermaßen überleben und überhaupt eine Chance haben. Gleichzeitig geht Persien weiter in die Renaissance. Wir sind erst 400 nach Christus und trotzdem ist jetzt schon die Renaissance auf dem Weg, während wir erst eine Forschung im Zeitalter fertig haben. Wir können damit auf jeden Fall den Angriff jetzt abwehren. Welche Kosten das dann haben wird, werden wir im späteren Verlauf noch sehen. Wirtschaftlich und wissenschaftlich werden wir auf jeden Fall weit abschlagen. Ihr seht, auch unser Vermögen ist nicht positiv. Da müssen wir auch noch dringend was an arbeiten. Das liegt aber daran, dass wir auch noch Schiffe unterhalten müssen, die uns auch nochmal ordentlich viel kosten und uns natürlich einen riesigen Vorteil in anderen Dingen geben, aber dennoch nicht billig sind. Wir können aber, wie ihr sehen könnt, jetzt tatsächlich die gesamte Armee auslöschen von Russland. Wobei ich euch jetzt schon sagen kann, keine Sorge, Russland hat noch deutlich mehr Armeen. Natürlich bieten wir Russland nach dieser Schmach den Frieden an. Unsere Stärke ist einigermaßen nah, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das nimmt die KI eigentlich niemals an. Wie ihr erkennen könnt, es wird abgelehnt. Es gibt uns aber die Gelegenheit, ganz nach Divide and Conquer die linke Flanke, also die westliche Flanke, zu nutzen, um vielleicht sogar ein paar Städte von der russischen KI kaputt zu machen und damit einen Vorteil zu erringen. Vielleicht sogar eine Stadt einzunehmen. Allerdings sind alle befestigten Städte momentan mit unseren Armeen so gut wie unmöglich zu besiegen. Wir können allerdings Vorstädte zerstören, während ihr aber sehen könnt, dass die russische Armee mittlerweile sich auf die Westflanke jetzt doch verlegt hat und immer mehr plündernde Einheiten in unser Gebiet bringt, was wie gesagt immer wieder Verbesserungspunkte kostet. Und ihr seht, wir kriegen nur 7 pro Runde und es ist so essentiell, diese Verbesserungspunkte sinnvoll anzuwenden. Außerdem bringt uns so ein Krieg immer in die Krise. Das heißt, das Chaos ist gestiegen und wir kriegen permanente Angriffe von Rebellen. Ihr habt gesehen, diese gesamten Gebiete sind besetzt mit Rebellen. Und wir haben große Probleme dadurch. Wir können aber in der Ostflanke dadurch unerwarteterweise tatsächlich einen Sieg erringen und Niigata
einnehmen und plündern. Das bringt uns wieder Chaos, was ein unglaublich großer Nachteil ist, der nämlich wieder weiter Krisen bringt. Das heißt, wir müssen eine Kulturfähigkeit diesmal benutzen, um Propaganda auszuschütten, um unser Chaos zu verringern. Denn jeder Krieg kostet unendlich an Chaos und ihr könnt nur mit viel Geld diese Chaos-Events verhindern, was ein großes Problem ist. Ihr seht aber auch der Westen, konnte zurückgedrängt werden, die kleinen Rebellenarmeen wurden vernichtet und wir haben erste Vorstädte von Russland zerstört. Das bringt uns erstmal einen guten Vorteil. Das Problem ist aber, dass die KI schwächer wird, uns keinen Frieden macht, sich also weiter auf uns fokussiert und dadurch China, wie ihr jetzt sehen könnt, immer stärker wird und uns auch den Krieg erklärt hat. Es ist ganz klar, dass die chinesische KI nicht mag, dass wir da oben Niigata eingenommen haben. Das bedeutet, wir müssen Niigata wahrscheinlich aufgeben. Überlege aber noch und versuche vielleicht noch das Ganze zu halten, aber ihr werdet sehen, ihr seht auch schon wieder Russland mit seinen Truppen und ihr werdet sehen, dass diese Übermacht irgendwann immer erdrückender wird und wir dann nach und nach halt wieder Einheitenverluste einnehmen müssen oder eben sagen müssen, okay, Niigata ist zu weit nach vorne, wir sind jetzt schon sehr overextended mit unserem Ostgebiet und damit wären wir halt komplett overextended. Währenddessen hat uns die russische KI aber noch ein Geschenk gegeben, St. Petersburg, einfach mal hingesiedelt, obwohl wir daneben an Truppen hatten. Keine Ahnung, was sich die KI dabei denkt, aber für Omnistan ist es natürlich perfekt. Es gibt einen weiteren Vasallen und vor allem eine eindeutige Grenzlinie. Nicht wie bei Niigata, das sehr weit nach vorne gelegt ist, ist das eine sinnvolle Linie. Außerdem seht ihr, wir werden konstant angegriffen. Unser Außenposten ist jetzt in Gefahr. Es ist noch keine Burg. Dieser Außenposten soll noch die Karawansereien bekommen, die man ja nur im normalen Außenposten bauen kann. Deswegen ist da noch kein wirklicher Schutz drin. Deswegen muss ich das mit Truppen verteidigen. Wenn er zerstört wird, verliere ich halt einen ganzen Pionier. Ein ganzer Pionier bedeutet für Omnistan so um die 40-50 Ingenieurspunkte. Auf dieser Schwierigkeitsstufe ist das fatal. Ihr seht, dass Omnistan komplett angewiesen ist auf diese Außenposten. Drei Karawansereien in dem östlichen Außenposten. Plus, ihr seht, wir können jetzt abfeiern, Burgstadt und Waffenlager bauen. Burgstadt wird die wichtigste Quelle für Kultur für uns sein. Deswegen werden wir davon überall hinpflastern. Kosten auch nur 15 Verbesserungspunkte, was ein extrem guter Deal ist. Noch können wir den Aggressionen von Russland standhalten und die Armeen verdrängen. Die westliche und die östliche Flanke, außer Niigata eben, sind relativ sicher. Ihr seht aber, die Schlinge zieht sich um Niigata zu. Wir müssen permanent abwehren. Immer noch ist die Überlegung, sollte ich mich nicht zurückziehen? Niigata hat ein paar interessante Gebäude, deswegen ich da noch lange, lange gezögert habe. Ihr seht, wir sind genau zwischen der russischen und der chinesischen Flanke. Viele Runden, nachdem Persien und so weiter in die Renaissance eingetreten sind, sind wir auch endlich in Flug 113 in die Renaissance eingetreten. Ich hatte eben gesagt, 400 nach Christus war deren Eintritt. 800 nach Christus sind wir erst soweit. Das heißt, wir haben extrem Probleme mitzuhalten. Die KI macht uns da gerade wirklich richtig nass, kann man sagen. Gerade Persien, die wir jetzt noch nicht getroffen haben, ist da extrem, extrem weit. Ja, und trotz aller Verteidigung fällt Niigata jetzt. Ihr seht, unsere Armee wurde tatsächlich schon zurückgedrängt und ich musste sie auch komplett zurückziehen. Wir haben da, glaube ich, 3 Einheiten verloren, was total schwachsinnig von mir war, weil diese Stadt hätten wir niemals halten können. China kann dann also den Preis erringen, was natürlich sehr intelligent von China war, dass sie ganz opportunistisch schön in den Krieg zwischen Russland und mir ausgenutzt haben, um nochmal Sachen einzunehmen. Sie selber sind ja auch mit Russland immer im Krieg. Wir haben jetzt nochmal die Kulturfähigkeit zum x-ten Mal benutzen müssen, um den Frieden zu schließen. Und nochmal, das wird ganz, ganz, ganz häufig passieren, denn wir müssen ständig uns mit dieser aggressiven KI auseinandersetzen. Mit den ersten Arkebusen können wir unsere Grenzen sichern und Omnistan ist erstmal sicher. Es könnte sogar die Überlegung sein, wenn China nochmal Russland den Krieg erklärt, dass wir unsere Rache üben. Zuerst können wir aber unser Reich nochmal deutlich upgraden, denn wir haben die Handelsposten für umsonst freigeschaltet über die Gewürzhändler. Das ist so extrem. Ihr müsst aber auch passen, dürft die nicht als Bogen haben und ihr könnt das nur auf Ressourcen stellen. Diese Ressourcen werden dann abgebaut und an die nächste Siedlung oder die von euch bestimmte Siedlung weitergeleitet, was ein extremer Boost ist. Mit dem Handelsposten sammelt ihr sogar dann jeweils 2 Ressourcen und das ist extrem stark, zum Beispiel auch für Öl oder hier halt Weizen, Reis und Flachs. Das kann extremen Vorteil bieten, um euer Wachstum zu steigern, Vermögen zu steigern oder eben Energie bereitzustellen. Wir können einen kleinen Blick in York erhaschen und sehen, dass jetzt neue Ressourcen zugekommen sind, eben durch diesen Handelsposten. Außerdem seht ihr, dass York massiv auf Stein geht, um seine Produktion zu erhöhen. Eine dritte Stadt, Edinburgh, wurde gegründet und damit haben wir mehr Macht und eine stabilere Frontlinie gegen Russland. Bevor wir dahin kommen, ist die Zeit der Rache gekommen. Wir werden jetzt Russland angreifen. Mit den neuen Errungenschaften der Arkebuse und vor allem der Kanonen können wir tatsächlich Hauptstädte angreifen und unsere Schmach, die wir erlitten haben, wieder gut machen. Ich kann euch erklären, dass
diese Runden wirklich brutal anstrengend waren und wir deswegen jetzt ins Zeitalter der Rache kommen, endlich. Als erstes geht unsere Armee Ankara an. Russland hat nicht mehr ganz so viel zur Gegenwehr. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich war ja eine richtig kleine Ratte, denn die haben reichlich auch Krieg mit China. Das heißt, ich nutze hier ganz gnadenlos die Schwäche der KI aus. Ich glaube, sonst wäre das nicht so einfach geworden, hier Ankara anzugreifen. Ihr seht auch, ich kann natürlich immer die Funktion des Rückgängigmachens nochmal anwenden, um nochmal zu heilen und Dinge halt so zu machen, wie ich lustig bin. Das ist ganz cool bei dem Spiel. Ihr habt hier wirklich also auch einen, sag ich mal, Trial-and-Error-Mechanismus, wo ihr wirklich schon ein bisschen cheesy manchmal die Sachen rückgängig machen könnt. Ich kann es euch nur empfehlen. Wir gehen jetzt auch in eine neue Kultur oder Regierungsform und das wird die Republik sein, einfach wegen Palazzo. Das Palazzo ist extrem stark, wird extrem stark abgegradet mit Wohnraum, Nahrung, Hygiene und so weiter und so fort und gibt auch noch ein krasses Forschungsgebäude im Studioatelier. Wie ihr sehen könnt, baue ich auch direkt dieses Atelier. Ich hatte bei Glasgow schon tatsächlich schon die wichtigsten Gebäude weggemacht. Das heißt, ich konnte schon auf Forschung gehen, was wir unbedingt brauchen, um aufzuholen. Wir müssen versuchen, technisch irgendwie nachzukommen, vor allen Dingen auch Russland zu überholen, um eben diesen Vorteil weiter zu pushen. Denn Russland hat momentan noch keine Kanonen. Im Laufe des Krieges kann es natürlich dazu kommen. Aber ihr seht, wir haben Ankara eingenommen, haben nochmal Verstärkungen gegeben und vor allem geht es jetzt darum, dieses Momentum mitzunehmen. Ihr seht aber auch gleichzeitig, ja, Russland hat wieder einiges an Armee da stehen, was natürlich nicht unbedingt gut ist. Die Armeen sind auch uns ebenbürtig, das auf jeden Fall. Ihr seht aber, wir können wieder mal die Verstärkung nutzen, um wirklich dieses Spiel bis zum, oder diese Mechanik bis zum Erbrechen zu nutzen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Statt dass die KI uns angreift, läuft die dann wieder mal typisch einfach an unserer Stadt vorbei, will wieder plündern gehen, was extrem ätzend ist. Ihr seht aber rechts, oder habt es vielleicht gesehen, dass da unsere Kavallerie kommt. Kavallerie ist extrem wichtig, gerade bei so einer offenen Karte, damit er eine mobile Einheit hat. Die wird im Laufe des Spiels schwächer, aber sie ist halt lang Plündereinheit, Verteidigungseinheit und so weiter. Und deswegen können wir hier den Kampf einigermaßen unbeschadet nach so ein bisschen wieder Trial and Error auch bewältigen und damit Russland eigentlich so gut wie brechen. Das ist natürlich auch ein Vorteil für China. Das heißt jetzt ganz wichtig, nehmt das Momentum mit. Ihr dürft bei dieser Rache nicht zögern. Wenn ihr dieses Zögern habt, dann wird nämlich China noch mächtiger. Und ich kann euch nochmal sagen, das hier ist bisher nur das gemütliche oder gemütliche Teil, denn der Kampf gegen China später wird deutlich, deutlich schlimmer. So scheint also Onmistan durchaus seinen Weg gefunden zu haben, um sich gegen Russland und seine Aggression zu wehren. Das heißt, wir können jetzt die restlichen Plündereinheiten, die hinter uns in unsere unbeschützten Regionen gehen wollen, einigermaßen gut kaputt machen. Weiter müssen wir immer noch unsere Außenposten, der da unten noch immer nicht bestückt ist, weil wir keine Verbesserungspunkte haben, beschützen, um eben die Vorteile von ihm zu erringen. Ihr seht auch oben, ich muss immer wieder reparieren, immer wieder sind Verbesserungen zerstört, das kostet und kostet und kostet. Und nochmal, ich kann nicht mehr nochmal betonen, wie wichtig das ist, dass ihr diese Verbesserungen richtig gut anwendet. Aber ihr seht, wir können weiter vorgehen, ganz einfach, weil sie eben ihre Armeen mitten in uns reingeschmissen haben, sozusagen, ohne da jetzt wirklich irgendwelche großen Vorteile von zu haben. Und deswegen können wir jetzt auch Perm angreifen, was eine gigantische Stadt ist, die uns auch einen langfristigen sehr großen Vorteil bringen kann. Nach einigem Hin und Her, wieder mit der Rückgängigmachfunktion, konnten unsere Strategen dann eine Strategie werfen, wo wir so wenig Verluste wie möglich haben und uns halt mit der Heilungsfähigkeit über Wasser halten können. Und damit können wir mit unserer schnellen Kavallerieeinheit, wo jetzt auch Dagona hinzugefügt worden sind, diese Stadt langsam aber sicher brechen. Ihr könnt es hier sehen, die Belagerung wird jetzt durch unsere Pferdchen beendet und wir haben eigentlich nur den Turm, der da vor uns steht. Und da können wir tatsächlich die andere Fähigkeit benutzen, nämlich Gewaltmarsch. Gewaltmarsch verletzt zwar eure Einheiten, aber ihr könnt halt einfach nochmal angreifen. Da hier nichts mehr übrig ist, alles schon geflohen war, könnt ihr mit den Kavallerieeinheiten dann einfach über die Stadt hinüberfegen. Und ihr seht, wir haben eine sehr zerstörte, aber eben große Stadt Perm mit 13 Bevölkerung. Denkt immer daran, das Chaos steigt weiter. Jedes Chaos-Event ist brutal oder kann brutal sein und auch richtig snowballen, dass es immer schlimmer wird. Aber ihr habt eben die Möglichkeit, das mit Geld zu verhindern. Wir brauchen auch weitere Außenposten, um mehr Handelsposten zu nutzen, die uns jetzt nichts mehr kosten und uns damit mehr Produktion geben und dadurch statt wie jetzt hier Edinburgh noch wesentlich mehr Möglichkeiten zu geben, sich auszubauen. Das Problem bei Millennia ist natürlich, neue Städte müssen immer wieder von vorne ausgebaut werden. Die wenigsten haben wirklich viele Gebäude schon dabei. Ihr seht auch, wir können Novgorod auch noch angreifen, direkt südlich von Perm. Novgorod ist auch gut bewacht, aber eben die gleiche Kombination, die wir eben schon hatten, Pferdestrategie und unsere Standardarmee mit Kanone, können wir die Stadt auch langsam aber sicher die Stadt brechen und damit auch einnehmen. Damit haben wir zwei große Städte von Russland. Sehr viel mehr haben die Russen tatsächlich nicht mehr in diesem Spiel, denn China hat auch von unten natürlich einige Sachen eingenommen. Außerdem erhalten wir für jedes Luxusgut jetzt eine Produktion dazu, was eine ziemlich starke Fähigkeit sein kann. Ihr seht aber, Persien hat keinen Bock zu warten. Persien ist tatsächlich jetzt schon Zeitalter der Aufklärung. Wir werden nur Standardzeitalter hier haben. Ich habe diesen Erfolg sogar bekommen. Ich kann es jetzt schon mal spoilern. Außer einen kleinen Twist, aber da kommen wir am Ende zu. Und ja, wir sind sehr weit hinten dran. Aufklärung, ihr seht, wir sind noch lange nicht da. Wir sind 1340. Ich meine, das passt jetzt okay. Aber wir sind halt gerade irgendwie bei der zweiten Forschung
beim vorherigen Zeitalter der Renaissance. Das heißt, wir haben noch lange nicht irgendwie die Möglichkeit, die Aufklärung zu machen. Dafür üben wir halt Rache und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat richtig lecker geschmeckt. Also Russland so in den Staub zu drücken, war für Omnistans Herrscher das absolut Schönste, was es gab. Das hat sich richtig gut angeführt nach all diesen zähen Belagerungen, diesen zähen Plünderungen, diese ganze Zurückmachen hin und her und wieder rückgängig und da zu überlegen, wie man da jetzt angreifen kann, das ist ein gutes Gefühl. Und die Kulturfähigkeit können wir momentan tatsächlich auch für Dinge benutzen, die nicht Waffenstillstand sind. Das heißt, wir können Heurikas benutzen, wir können unsere Stadt, die Produktion erhöhen und ihr seht auch, was für ein Reich wir mittlerweile aufgebaut haben. Durch die Fähigkeit der Gewürzhändler, wo ihr Händler in Siedler umwandeln könnt, könnt ihr einfach Händler konstant spammen, die zu Siedlern umwandeln und die ganze Fläche einnehmen. Ihr seht, wir haben den ganzen Norden jetzt eingenommen. Der halbe Kontinent gehört eigentlich schon uns, gerade weil wir jetzt auch Wologda, also nächste Stadt von Russland, angreifen und tatsächlich wieder mit der gleichen Strategie zerstören können. Ihr seht wieder, wenn wir das geschickt anstellen und das einigermaßen gut timen, werden wir jetzt mit wieder mal der Fähigkeit, die wir haben, oder in der nächsten Runde auch Wologda einnehmen. Und damit fällt eigentlich die letzte Stadt, außer eben oben im Norden noch, die ist auf einer Insel oder der Halbinsel, und unten im Süden noch ein Vasall von Russland. Das war es eigentlich. Ihr seht hier, Gewaltmarsch habe ich mit unserer Garnisonseinheit, ist eigentlich eine relativ kleine Einheit, da Wologda aber kaum noch Verteidiger hat, kann ich da jetzt einfach drüber rattern, ist eigentlich nur noch der Turm. Und damit gehört uns die letzte große Stadt von Russland. Und damit haben wir das Zeitalter der Rache wunderbar mit Genugtuung und einem tollen Gefühl überstanden. Ah, der herrliche Frieden. Omnistan geht jetzt endlich in eine Phase über, die friedlich ist. Denn Russland hat den Frieden angenommen. Ja, was bleibt denn noch anders übrig? Und jetzt können wir hoffentlich unser Reich aufbauen, erweitern und verstärken. Und somit eine große, hoffentlich lang andauernde Periode des Aufbaus der Entwicklung zu haben, um irgendwie mit Persien mithalten zu können. Wir vollenden unsere Republik, haben mit dem Palazzo endlich alle Buffs, die wir haben wollen, können mit unserer Kunst und unserer Diplomatie eigentlich alles tun, was wir wollen. Ganz viele Händler vor allen Dingen herbeirufen, die unsere Städte eben stärken, wie ihr sehen könnt. Alle Vasallen, also gut wie alle Vasallen, haben tatsächlich schon Händler drin. Wir sehen hier nochmal Glasgow. Es ist eine entwickelte, große Stadt geworden mit viel Wissen. Bücher werden produziert, Manuskripte werden produziert und wir haben Holz, das ganz viel abgebaut wird, um eben diese Bücher zu produzieren. Wir haben hier Perm und Wologda. Perm soll langfristig auch unsere Stadt werden, die wir einnehmen, sodass wir nochmal unsere Machtbasis auch in den Süden verziehen können. Und auch wir sind im Zeitalter der Aufklärung angekommen, was sehr gut passt, denn der Friede, der hier Einzug hält, ist einfach wunderschön. Wir haben Musketen, das ist das Upgrade zu den Arkebusen. Wir haben unsere Kanonen, wir sind also militärisch ganz gut aufgestellt. Ihr seht aber, dass da unten was ziemlich Großes Gelbes steht. Das sind nämlich ganz schön viele Armeen von China. Diese Armeen sind nicht unbedingt das Glücklichste. Wir werden uns den Kolonialismus nehmen, denn wir haben da eine sehr coole Fähigkeit, den Freihandel. Dieser Freihandel ist so extrem cool, weil ihr einfach, auch wenn ihr mit jemandem Krieg führt, deren Ressourcen in den ausländischen Importslots benutzen könnt. Kann ich euch nur empfehlen, die solltet ihr immer nutzen, die sind extrem gut, denn finanziell sind wir momentan auch sehr gesichert. Schade ist, dass diese Kolonienaußenposten tatsächlich eine Kulturfähigkeit sind. Und jetzt seht ihr es, eine Runde später gefühlt, Persien ist tatsächlich schon ins Zeitalter der Revolution unterwegs. Wir haben erst eine Forschung beim Zeitalter der Aufklärung. Also dieser Trend setzt sich fort, aber wir brauchen jetzt sogar 4 Forschungen statt 3. Denkt daran. Das heißt, das Ganze wirkt noch extremer, als es jetzt erstmal wirkt. Wir gehen weiter aufs Militärische, weil ich schon ein gewisses Gefühl hatte, dass dieser Zustand des Friedens nicht so lange herrschen wird und wir das deswegen gut vorbereiten müssen, um hoffentlich den Sturm zu überstehen, der da vor uns liegt. In Persien geht ins Zeitalter der Revolution über. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet erstmal, dass Revolutionäre erscheinen werden und eigentlich nur, wenn eure Stadt oder eure Städte unglücklich sind. Das ist aber nicht so. Die Mechanik ist nämlich folgendermaßen. Ihr werdet einfach immer Revolutionäre haben. Und das Problem dabei ist, diese Revolutionäre werden, das werden wir gleich sehen, überall spawnen. Bis wir dahin kommen, kommen wir aber erstmal zu Russland. Wir werden uns Kasan oben noch einnehmen und alles andere von Russland auch wirklich auslöschen, damit die uns nicht weiter auf die Nerven gehen. Damit verlieren wir zwar ein paar Handelsgüter, die wir importieren können, ist aber ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm, weil wir damit halt zumindest unser Gebiet sichern können. Ihr seht, Russland ist eliminiert und wichtig, Persien hat auch Griechenland eliminiert auf dem anderen Kontinent. Deswegen ist Persien auch so stark und so weit vorne. Es ist also offensichtlich, dass Persien absolut der stärkste Widersacher ist, den wir hier haben. Aber China ist ja noch immer unser Kontinent, hat viele Städte eingenommen und ist auch extrem stark und erklärt uns mal direkt den Krieg. Und dieser Krieg wird extrem schwierig sein, denn ihr seht, China ist deutlich mächtiger als wir.
Hat also einen gigantischen Vorteil und ihr werdet auch gleich sehen, was für ein Vorteil das ist. Ihr seht unten schon mal ein wenig dieser ganzen Armee, die China hat. Das Gute ist erstmal, dass sie ein bisschen nach vorne stürmen, was uns natürlich einen riesigen Vorteil gibt, dass sie einfach wieder eine Armee wegschmeißen. Allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, dass diese zwei, drei Armeen oder vier, die wir gerade sehen konnten, noch nicht alles sind. Einige schwimmen tatsächlich auch noch im Wasser. Die KI ist nicht ganz so in der Lage, die wieder zu landen. Das heißt, ein Trupp könnt ihr schon mal abzählen, der einfach nur im Wasser rumpaddelt. Und währenddessen haben wir trotzdem noch vier Trupps hier auf der Karte. Wir können die ersten Angriffe relativ gut abwehren, wo ich noch dachte, ja, das passt doch ganz gut. Auf der rechten Flanke, also der östlichen Flanke, ist eigentlich nichts passiert, was ganz gut ist. Aber jetzt gucken wir mal die nächste Runde an. Denn China hat natürlich noch deutlich mehr. Obwohl wir zwei Armeen schon komplett besiegen konnten, ohne wirklich irgendwelche Nachteile zu haben und unsere Armeen noch gut konservieren konnten, seht ihr, dass nochmal 2400 oder 350, 400er Stacks auf uns zukommen, die wir tatsächlich, wie ihr jetzt sehen könnt, nicht so wirklich gut besiegen können, denn wir werden komplett aus dem Leben gehauen, da sie diese Ordensritter haben, die extrem stark sind gegen uns und, wie ich schon sagte, die Kavallerie langsam, aber sicher nicht mehr so große Vorteile gegen diese Armeen hat. Wir haben halt Dragoner natürlich dabei, wir haben selber auch Ritter, aber die KI ist natürlich mit ordentlichen Anführern, ordentliche Kompositionen und eben diesen Ordensritter ausgestattet, die uns extrem Probleme bereiten. Und ihr merkt, wie ich hier zurückschalte und hin und her gehe. Nee, wir können nichts machen. Das heißt, wir müssen sofort Waffenstillstand zünden. Das muss sein, wir können da nichts gegen tun. Diese Armeen habe ich durch alle möglichen Wege versucht zu brechen, funktioniert nicht. Und dann, um das noch zu verschönern, startet die Revolution und guckt euch das an, was hier auf dem Feld kommt. Das ist komplett lächerlich. Und was ich eben meinte, ist, jeder Außenposten kriegt auch nochmal Armeen von der Revolution. Das heißt, jeder Außenposten, jeder Vasall, jede Hauptregion, jede Vorstadt erhält eine, ich weiß gar nicht, wie groß die Summe ist von Rebellen, die konstant eure Städte angreifen. Und ihr könnt euch denken, dass ich nicht überall sein kann. Wenn uns jetzt noch China den Krieg erklärt, sind wir Geschichte. Und ihr seht hier jetzt einmal eine Runde weiter, was passiert ist. Diese Runden dauern jetzt 5 Minuten. Das heißt, konstant werden wir überall belagert, angegriffen und tatsächlich auch vernichtet irgendwann. Die ersten Runden gehen noch ganz gut aus, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier unten noch eine Armee spawnen können mit der Kulturfähigkeit, also wieder mal die Kulturfähigkeit verschwendet, mit den Freiwilligen noch Leute herbeigerufen. Aber ihr seht, was hier los ist. Und ich kann halt nicht alle Außenposten und Städte verteidigen. Und eine Runde weiter ist auch schon der erste Vasall gefallen, der zweite Vasall und der dritte Vasall. Und jedes Mal, wenn uns diese Städte abgenommen werden, kriegen wir auch noch Chaos dazu. Und wir können zwar ein Chaos-Event abwehren durch unser Geld, aber nicht alle. Das heißt, unser Chaos geht komplett durch die Decke. Wenn uns jetzt, wie gesagt, China in irgendeiner Weise Aggressionen bietet, werden wir nicht mehr überleben können. Beziehungsweise ich muss sofort, und habe das auch so getan, alle Ressourcen in diese Kulturfähigkeit stecken. Ab jetzt geht es zu einer neuen Strategie über, das heißt Künstler spawnen, die Künstler für Kultur aufgeben und dann wieder die Kulturfähigkeit benutzen, um Waffenstillstand zu holen. Denn ihr seht, China ist schon wieder auf dem Vormarsch, während wir noch mit der Revolution kämpfen. Und ihr seht, ich habe den Künstler beschworen, ich habe die Kulturfähigkeit dadurch boosten können, sage ich mal, und tatsächlich kann Omnistan damit sich so ein bisschen zurückholen. Wir haben dann die Zeit, ich habe noch panisch irgendwo eine Armee hergeholt, musste wieder ganz viele Ressourcen opfern und konnte doch panisch irgendwo diese Städte überrennen, obwohl diese neu gebaute Nation tatsächlich auch noch Einheiten geschenkt bekommen hat. Und ja, das als Dankeschön kriegen wir dann eine extrem schlechte Chaos-Innovation, die uns gar nichts bringt. Und wir sind schon beim dritten Krieg gegen China. Ja, tatsächlich, 4, 5 Runden später hat China diese Armee. Guckt es euch an. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stacks, ja, sagen wir 10 Stacks und die haben in jeder Stadt, ich habe da immer geguckt, seht ihr uns rechts zum Beispiel, in jeder Stadt auch nochmal ein Stack stehen. Verzweifelt versuchen wir irgendwie diese ganzen Angriffe abzuwehren. Unsere Burg Außenposten unten verliert langsam an Stärke. Wir sind zu spät im Zeitalter. Das heißt, die Burgverteidiger und die paar Milizen, die wir da haben, helfen uns nicht mehr. Novgorod ist eigentlich am Boden. Da gibt es gar nichts mehr an Verteidigern. Das heißt, ja, es geht wieder Künstler spawnen, Waffenstillstand. Und ihr seht, die Armeen werden immer größer. Mittlerweile sind wir bestimmt bei 14 Stacks, die uns hier umringen und uns immer mehr Druck ausüben. Also ich habe tatsächlich hier gedacht, das Spiel ist vorbei. Ich kann nichts mehr dagegen tun. Schon allein wegen der Revolution, die so massiv Ressourcen kostet und eben durch den Druck von China. Alles, was Russland vorher getan hat, war ein reiner Spaß. Und ihr seht, Persien währenddessen geht schon ins Zeitalter der Raketen um 1600. Also absolute Frustration, brutal bis zum Ende. Wir können da wirklich momentan nichts gegen tun. Wir sind absolut hilflos der Macht von Persien und der militärischen Macht von China ausgeliefert.
Wir kommen dann endlich im Zeitalter der Revolution an, während wir halt schon tatsächlich im Zeitalter der Raketen gleich sind. Das bedeutet, wir haben so einen großen Nachteil. Und China hat uns jetzt tatsächlich unsere Burg zerstört und greift uns schon wieder an. Ihr seht, wie viele Stacks da sind. Es ist nichts zu tun. Das einzig Gute ist, dass wir immer wieder, ihr seht links Sundal und rechts Anyang. Wir haben die beiden einnehmen können, weil China sich absolut auf diese Burg versteift hat. China wollte unbedingt dieses Gebiet haben. Wir haben diese beiden Vasallen schnell eingenommen und jetzt wieder Frieden geschlossen. Die Burg musste fallen. Wir können sie nicht halten. Perm ist jetzt unsere Stadt und durch diese Stadt können wir jetzt eine größere Stadtmiliz aufbauen, um uns dann gegen China zu verteidigen, die uns alle 2-3 Runden, ich glaube 4 Runden den Krieg erklären. Also immer, wann sie es können. Mittlerweile haben wir unser Forschungsinstitute, das heißt, unsere Forschung geht immer weiter nach oben. Wir versuchen irgendwie China in der Forschung zu schlagen, sodass wir mehr Forschung bekommen und dadurch wirklich versuchen, irgendwo militärischen Vorteil zu erringen. Denn nur militärische Vorteile können uns hier langfristig gegen China durchhalten lassen. Wir sind jetzt mittlerweile beim 6. oder 7. Krieg. Ich zeige euch nicht mal alle Kriege hier. Das ist kein Witz. Das ist der 6., 7., vielleicht sogar noch 8. oder 9. Krieg. Und ihr seht, China ist überall in unserem Territorium. Und ja, was sollen wir machen? Ich muss Kulturfähigkeit kaufen, Waffenstillstand. Ich versuche immer mal wieder eine Armee zu zerstören, zurückzudrängen, etwas Schaden anzurichten. Aber momentan sind wir absolut verzweifelt. Wir sind hier wirklich auf dem Level der Vernichtung. Ich habe überall leichte Panzer aufgebaut und trotzdem kann ich auch die Ordensritter nicht besiegen. Diese Ordensritter sind derart stark, dass meine Panzer keine Chance gegen sie haben, weil wir einer anderen Religion folgen. Das heißt, wir sind unglaublich im Hintertreffen. Wir müssen eine unglaubliche Strategie haben. Und jetzt kommt das Zeitalter der Raketen. Und damit haben wir eine neue Möglichkeit, in der wir einen neuen Nationalgeist wählen können. Und jetzt müssen wir entscheiden als Omnistan. Gehen wir den Weg des Friedens oder gehen wir den Weg der totalen Zerstörung? Im Video ist es extrem schwer zu zeigen, dass ich lange Runden wirklich gewartet habe mit dem Nationalgeist. Alle hatten schon die Nationalgeister genommen. Ich habe noch immer überlegt, was soll ich tun? Was kann ich machen? Soll ich auf die Silicon Valley Forschung gehen und möglichst viele Computer raushauen mit ganz vielen Computerwerkstätten? Oder soll ich tatsächlich die Sondereinsätze nehmen, also Sonderkommando nehmen, denn damit kann ich viele militärische Einheiten spawnen und Aggression vorgehen. Und natürlich habe ich mich für die Vernichtung entschieden. Ihr könnt nicht verstehen, weil ich so sehr gecuttet habe, wie viel Frustration dieser Kampf war. Dieses Konstante von Persien in der Forschung besiegt werden, dieses Konstante auf die Fresse kriegen von China, immer diese 14 Stacks sehen, immer diese Gewalt sehen. Und darauf hatte ich keinen Bock. Guckt euch diese Stacks an, die hier kommen. Aber wir sind jetzt vorbereitet. Ich habe mir die Technologie über China erarbeitet. Die greifen uns gerade nicht an. Das ist ein gutes Zeichen. Sobald die KI das nicht tut und sogar Frieden anbietet, wie ihr hier seht, ist es ein exzellentes Zeichen. Ich nehme diesen Frieden sogar an, weil ich noch immer nicht entschieden habe, was ich denn machen will. Das Erste, was ich machen will, sind die Fähigkeiten der Kultur erstmal richtig ansetzen. Denn ihr seht, Persien ist schon auf dem Weg ins Zeitalter der Information. Und wir werden eine blutige Revolution durchführen, um zuerst mal, bevor ich mich entscheide, einen guten demokratischen Ansatz zu nehmen. Denn ich bin der Meinung, Demokratie ist die beste Grundlage für brutale Massenvernichtung. Und deswegen gehen wir auf Demokratie. Jetzt mal Spaß beiseite, Demokratie bietet super Forschungsmöglichkeiten. Das heißt, auch wenn wir Silicon Valley nicht nehmen sollten, können wir damit massiv viel Forschung pumpen, sodass wir China wirklich aus diesem Spiel nehmen können, forschungsbezogen. Und das müssen wir tun. Denn ihr seht, wir sind schon im Informationszeitalter angekommen. Wir haben keine Entscheidung dabei. Wir sind gerade erst im Raketenzeitalter, kommen aber langsam, muss ich auch sagen, an Persien heran. Langsam aber sicher holen wir auf, was ein sehr gutes Zeichen ist. Denn dann können wir das letzte Zeitalter bestimmen. Das ist für uns das Wichtigste. Und wir sind jetzt in Niigata, wie ihr seht, angekommen. Wir haben es also geschafft, die KI schon mal zum Schwitzen zu bringen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir haben unsere Luftstreitmacht jetzt auch noch aufgesetzt. China hat aber eine größere, also bringt erstmal gar nichts, kann ich jetzt schon sagen. Aber wir haben, wie ihr sehen könnt, deutlich stärkere Armeen. Die Ordensritter werden langsam, naja, nicht wirklich viel schwächer, aber schwächer. Und wir haben mehr Slots, also mehr Armeestärke durch Logistik bekommen. Und können jetzt mit unseren schweren Panzern, unserer starken Artillerie, unseren neuen Anführern, unseren Sturmgewehren endlich Druck ausüben. Doch reicht der Druck, dass wir Silicon Valley nehmen können? Ja, das bleibt abzuwarten. Omnistan ist absoluter Meister in Divide and Conquer und deswegen versuchen wir eine Strategie, die immer am besten klappt, wenn man eine schlechte KI vor sich hat. Denn auf der linken Seite habe ich eine Armee übrig gelassen, die auch recht stark ist, also ähnlich stark wie unsere rechte Flanke, unsere östliche Flanke. Und diese Armee wird sich jetzt links, also im Westen, durch das Territorium von China bewegen. Denn ihr seht, wie viel Masse China hier zusammengesammelt hat. Wirklich, das ist eine unfassbare, unzu unterhaltende Masse. Die könnte ein menschlicher Spieler niemals schaffen, vor allem auch nicht zu produzieren.
diese Masse hat er alles nur auf diese östliche Flanke gesetzt und nichts oder so gut wie nichts auf die westliche Flanke. Das heißt, wir können jetzt, indem wir in unserem Gebiet uns richtig verteidigungstechnisch aufstellen, alles Mögliche hier vernichten und gemütlich Armeen mit und mit zerstören, während wir jede Runde Heilung mitnehmen und die KI währenddessen unsere Armee hier hinten nicht vertreiben kann. Und ja, ihr seht, ich muss Sondereinsätze nehmen. Einfach aus diesem einen Fähigkeitsgrund. Taktischer Einsatz ist eine der besten Fähigkeiten im Spiel. Denn ihr könnt für 20 Kriegspunkte, 24 und so weiter, steigt immer weiter, super Einsatzeinheiten holen, Sondereinsatzkommandoeinheiten, die extrem stark sind, besser als eure Sturmgewehre. Und wir müssen die jetzt nutzen, um halt möglichst viel Militär zu pumpen. Ihr seht, ich baue hier ein viertes Deck auf der östlichen Flanke auf, ergänze unsere westliche Flanke nochmal mit einer neuen Einheit, um möglichst viel Stärke zu gewinnen. Wir müssen auch Verluste annehmen, denn wir können nicht ohne Verlust hier durchgehen. Ihr seht, diese Einheiten sind sehr billig, werden immer teurer. Ich werde die so lange benutzen, bis wirklich eine Einheit 100 plus kostet. Aber dadurch können wir momentan den Druck aufrechterhalten. Wir können ein Stack nach dem anderen, also langsam aber sicher, ihr seht, wir können die nicht überrennen, aber langsam aber sicher ein Stack nach dem anderen von China zerstören und damit deutlich weiterkommen. Wir werden konstant bombardiert, wie ihr seht. Die Luftstreitmacht von China ist immer bei uns, zerstört unsere Jäger sofort und bombardiert unsere Armeen konstant. Aber da wir im eigenen Gebiet sind, solange wir im eigenen Gebiet sind, muss ich sagen, heilen wir uns aber auch. Und unsere westliche Front kann tatsächlich einen Sieg erringen und schon mal die erste kleinere Armee da beseitigen und die erste Vorstädte angreifen. Während die östliche Front, wie ihr sehen könnt, absolut geballt ist. Vier massive Armeen gegen Chinas 10 massive Armeen. Und wir müssen konstant unsere Heilung aufrechterhalten. Wir haben eigentlich so gut wie keine Veteraneneinheiten, weil wir nur heilen. Wir heilen wirklich durchgehend. Deswegen haben wir nichts an irgendwelchen Vorteil vom Veteranenstatus. Während hier die Kämpfe ablaufen, mal ganz kurz zur strategischen Sicht. Wir müssen natürlich unglaublich viel Kriegsführungspunkte haben. Da kommen wieder die Bogen. Wir haben noch immer Bogen, die diese Waffenlage haben, die uns jeweils einen Kampfpunkt geben. Plus wir gehen auf alle Gebäude, die uns die Kampfpunkte voranbringen. Wir müssen das dringend benutzen, denn sonst können wir die Heilung nicht aufrechterhalten und auch den Druck nicht aufrechterhalten. Warum ist es so wichtig, den Druck aufrechtzuerhalten? Auch da kann ich strategisch sagen, ihr müsst die KI unterwerfen, solange ihr technischen Vorteil habt. Ihr seht, was für Massen die aufstellen. Wenn die die gleichen Einheiten wie ihr habt, habt ihr keine Chance mehr, weil die einfach eine größere Masse haben. Ihr seht auch, wie viele Flugzeuge die schon haben. Sowas kann ich mir gar nicht erlauben, in meinen paar Städten zu bauen. Wir haben auch Wolokta jetzt noch eingenommen und oben noch Bristol. Und beides sind Städte, die nichts machen können, weil die erstmal sau viele Gebäude nachproduzieren müssen. Das heißt, diesen Vorteil, den China hat, haben wir einfach nicht. Wir können diesen Vorteil nicht aufrechterhalten. Deswegen müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Deswegen ist es so wichtig, Sondereinsätze zu haben. Und trotzdem seht ihr unsere Forschung, wenn ihr mal auf den Wert geachtet habt, wird immer mehr und mehr und mehr. Und wir schaffen es tatsächlich jetzt auch endlich ins Informationszeitalter zu kommen und hoffentlich dadurch China noch mehr abzuhängen. Denn China ist noch immer sehr weit hinten, wenn es ums Militärische geht. Sie haben noch nicht viel upgraden können, eben weil sie nicht wie wir drei Viertel eines Kontinents besitzen. Das heißt, man merkt schon, dass wir einen Vorteil haben durch alle Vasallen, die mit Händlern im Wohlstand erhöht haben und damit immer stärker werden. Ja, nur, dass ihr wisst, wie das Ganze funktioniert hat, weil das kann ich hier nicht zeigen. Das sind insgesamt so 10 Stunden oder mehr, die ich hier gespielt habe. Die müssen komprimiert werden, das ist ganz klar. Aber ihr seht ja ungefähr, wie die Idee ist. Es werden weiterhin Kämpfe nach Kämpfe. Ihr seht, wie viele Kämpfe da kommen. Ich opfer auch mal einen alten Anführer noch, um eine gebrochene Armee kaputt zu machen. Wenn eine Armee gebrochen wurde und sich zurückzieht, könnt ihr die einfach mit irgendeiner Armee umhauen. Da braucht ihr gar nicht viel zu tun. Extrem wichtig und extrem mächtig. Und ihr seht jetzt endlich, nach all diesen Runden, nach all diesen Kriegen, ich glaube, das ist der 10. oder mehr Krieg, schaffen wir es, einen Erfolg zu nehmen. Wir haben es geschafft, ja gut, wenn man die Gata mitrechnet, ist das der zweite Erfolg, aber wir haben es geschafft, eine Vorstadt zu zerstören. Und Xi'an ist unbewacht. Es ist die großen Städte von China, sind alle im Westen. Das heißt, wenn wir Xi'an nehmen und danach weitergehen, werden wir so große Vorteile haben, während ihr seht, wie die chinesische Armee in unser Gebiet reinperlt, reinfließt, weil sie einfach schon gar keinen Platz mehr haben, sich aufzustellen. Das ist ein Riesenfehler von der KI, dass sie in unser Gebiet flieht, sozusagen, um zu plündern, kleine Städte einzunehmen und sonst irgendwas. Damit können wir es richtig gut abfangen. Aber ihr seht jetzt selbst auf diesem Bildschirm, wir haben noch immer 7 Armeen auf diesem Bildschirm. Und das sind bei Weitem noch nicht mal alle. Aber es werden weniger. 7 ist schon deutlich weniger, als wir 14 Armeen hatten. Das heißt, wir haben mit und mit die Armeen runtergehauen und zerstören sie langsam aber sicher. Der technische Fortschritt ist absolut hier key, um diese ganze Geschichte durchzupushen. Die müsst ihr mitnehmen. Wenn wir jetzt einfach aufgeben und aufhören, wird China wiederkommen und wird wieder 10 Stacks haben. Und das Wichtige ist, Persien ist halt noch da. Wenn wir irgendwie noch gegen Persien gewinnen wollen, müssen wir mächtiger werden und dürfen uns nicht von China ablenken lassen. Und jetzt endlich.
Nach all diesen Runden, ich glaube, es waren nochmal 100, wenn er oben mal links guckt, so sagen wir mal 80 Runden, haben wir es geschafft, Xi'an einzunehmen. Das heißt, eine der größten Städte von China. Und damit ist eigentlich China gebrochen. Wir haben es geschafft, mit der Wut und dem Hass, den Omnistan über all die Jahrhunderte, die Jahrtausende im Kampf gegen Russland und China aufgenommen haben, endlich China zu brechen. Ihr seht's, jetzt fällt eine Stadt nach dem anderen. Unser Divide and Conquer ist absolut mächtig und zerstört jede Stadt, die wir auf unserem Weg finden. Auf der Westflanke ist keine Armee mehr da. Auf der Ostflanke sind alle Armeen ausradiert, außer eine in der Stadt unten, die wir noch erledigen müssen. Und wir sind tatsächlich im Zeitalter der Information. Und das letzte Zeitalter ist noch nicht angebrochen. Auch zur Forschung kann ich ganz kurz sagen, ihr forscht eigentlich immer drei Forschungen. Ihr Forschung geht sofort ins nächste Zeitalter. Ihr habt keine Zeit, Forschungen nachzuholen. Ihr könnt so gut wie nie Forschungen irgendwie vom letzten Zeitalter hinterherhauen, auch wenn die nur kurz dauern. Ihr seht, wie schnell das Ganze passiert ist. Persien ist wahrscheinlich schon seit 10, 15 Runden im Zeitalter der Information. Wir sind zwar rangekommen, trotzdem sind wir noch sehr weit zurück. Haben unsere Forschung aber jetzt so weit hochgetrieben, dass wir sie vielleicht sogar aufholen können. Jetzt müssen wir noch die letzte große Stadt Nanjing zerstören, die im Osten zumindest noch da ist. Es gibt natürlich noch mehr große Städte, aber die ist sehr stark bewacht, denn jede Armee in so einer Stadt macht das Ganze schwerer. Mit dem Heilen, mit dem Gewaltmarsch und mit der brutalen Macht, die wir einfach von den Stacks her haben, konnten wir das aber beseitigen. Haben dabei einigermaßen wenige Verluste geholt, können ja durch unseren taktischen Einsatz auch immer neue Soldaten holen. Ihr seht auch, China hat noch immer Armeen, ja. Wichtig ist aber zuerst mal die Hauptstadt einzunehmen und nicht die kleinen Städte zu zerstören. Denn die kleinen Städte haben jeweils wieder Milizen und das macht das Ganze natürlich nochmal schwerer. Also erst die große Stadt und danach könnte die einzelnen Luftstreitkräfte und die einzelnen Streitkräfte, die in der Stadt saßen oder in Vorstädten saßen, tatsächlich vernichten. Und das ist es tatsächlich. Wir haben jetzt unten auch Shanghai eingenommen. Ihr seht, unsere Divide and Conquer Armee zieht wirklich brandschatzend durch das chinesische Territorium. Wenn ihr euch mal die Karte anguckt, das ist schon richtig lächerlich, aber einfach auch so schön, das derartige Dopamin-Rush, weil ihr einfach seht, diese Strategie hat einfach funktioniert. Und China ist damit zerstört. Nur noch Kaifeng bleibt mit einer unglaublichen Art Bewachungsarmee oder Verteidigungsarmee, die wir tatsächlich nur mit massiven Verlusten brechen können, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Dieser Kampf war wirklich brutal. Wir mussten da, glaube ich, fast eine ganze Armee für ausgeben, mussten nochmal alle möglichen Fähigkeiten nutzen, um einigermaßen hinzukommen. Ihr seht, das ist unmöglich, das eigentlich zu brechen. Wir haben die Mauern zerstört und dann fast die gesamte Armee verloren. Das heißt, so können wir nicht vorgehen. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal rückgängig machen und tatsächlich Strategen Omnistans noch einmal in irgendeine Trickkiste greifen lassen. Und der Trick ist relativ simpel. Und zwar werden wir Bomber schicken. Diese Bomber werden eindeutig Probleme bekommen und eindeutig auch wahrscheinlich eher so einen Kamikaze-Flug machen. Aber wir werden es schaffen, die Mauer zu zerstören. Ihr seht es jetzt hier. Das Luftabwehrgeschütz zerstört sofort einen Bomber. Der andere Bomber kommt aber ohne Gegenwehr oder fast ohne Gegenwehr durch und kann die Mauer zerstören. Mehr kann dieser Bomber tatsächlich nicht tun. Also es ist nicht total übertrieben oder sonst irgendetwas. Aber es zerstört die Mauer. Warum ist das so wichtig? Das heißt, dass wir nicht zuerst mal mehrere Angriffe gegen uns haben, die wir nicht verteidigen können oder bei denen wir nicht selber angreifen können. Und jetzt können wir dann langsam aber sicher diese riesige Verteidigungsarmee, ihr seht, wie viel da los ist, das sind ja nicht mal alle Armeen, einigermaßen brechen. Unsere erste Armee wird nicht fast komplett ausgerottet und unsere zweite Armee muss dann hineinsteigen, um fast das gleiche Schicksal zu erleiden, also wieder komplett ausradiert zu werden, aber immer wieder ein bisschen Schaden. Ihr seht, es Moral zu brechen, ein bisschen Schaden zu machen. Wichtig ist, die Moral ist ja dann für einen Zug gebrochen. Ihr müsst also jetzt in diesen Zug diese Stadt einnehmen. Und das war jetzt das Kunststück. Das heißt, ich musste die einen Armeen irgendwie mit Gewaltmarsch wegschicken, musste dann die nächsten Armeen holen und konnte dann, aber leider erst in der nächsten Runde, aber immerhin, konnte dann die Stadt mit noch mehr Verlusten einnehmen. Ich glaube, wir haben hier insgesamt zwei Armeen und diesen Bomber verloren und mussten natürlich wieder unglaublich viele Kriegspunkte einfügen. Wenn es schon so lange dauert, bis der Kampf richtig gezeigt wird, dann heißt es schon mal, wir haben es geschafft, die Stadt fällt und damit ist China besiegt. Und in den Ruinen von dem chinesischen, dem russischen Volk und dem omnistanischen Volk bleibt nichts weiter als Hass, Wut, militärische Doktrin und Propaganda. Und der Hass und diese Wut, wir können sie nicht einfach liegen lassen, denn der andere Kontinent, Persien, unser alter Feind, hat sich uns offenbart. Ägypten ist auch am Rande der Zerstörung, Persien ist dominant wie sonst was. Das kann das omnistanische Volk nicht auf sich beruhen lassen.
Und deswegen bricht zum Ende des Zeitalters, zum Ende des Spiels, zum Ende dieses Martyriums das Zeitalter des Erzengel an. Und wir haben entschieden, wir haben uns für den Hass entschieden, für die Gewalt und die Massenvernichtung. Und deswegen wird es das Ziel sein, das omnistanische Volk zum absolut herrschenden Volk zu machen, alle Unreinen auszulöschen und mit den Erzengeln ganze Städte den Erdgurten gleichzumachen. Drohnenangriffe und Laserstrahlen sollen jetzt unsere Mittel der Diplomatie sein. Und wenn sie wüssten, was auf sie zukäme, würden sie unsere Schiffe, die sie am Horizont sehen, nicht walten lassen und schalten lassen. Aber unsere Flotte, unsere Armada ist unaufhaltsam. Wir werden als erstes eine Satellitenanlage bauen, um die Erzengel aufzuladen. Wenn die Aufladung erfüllt ist, wenn sie vollständig ist, wird eine Stadt zerstört werden. Wir werden die Unreinen von Ägypten und Persien auslöschen, um unsere Macht endgültig zu demonstrieren, damit uns niemand mehr in den Kampf ziehen kann und damit wir beweisen können, dass Omnistan allmächtig ist. Die Landung erfolgte mit leichten Verlusten. Die Narren in Ägypten dachten, wir würden kommen, um ihnen zu helfen gegen Persien. Sie dachten, wir wären hier, um friedlich zu koexistieren. Aber nein, unsere Luftstreitmacht, unsere Bodenstreitmacht war hier, um zu reinigen, um die Bevölkerung omnistanisch zu machen, um auszulöschen, auszuradieren und einen Kampf zu führen, der endgültigen Frieden für das omnistanische Volk brachte. Alles andere war egal, alles andere war zwecklos, war egal geworden durch all die Jahrtausende des Blutvergießens, der Gewalt, der Anarchie und des Chaos. Durch Revolutionen, Blut und Verluste sind wir zur absoluten Killermaschine gemutiert und werden unser Recht durchführen, indem wir Ägypten zerstören und Persien vernichten. Ägypten hatte keine Chance. Sie wussten nicht, was kam. Wir haben mit Persien um irgendwelche Brotkuben gekämpft. Wir haben nicht verstanden, dass das omnistanische Volk allgegenwärtig allmächtig ist. Wir haben nicht verstanden, dass sie sich nicht wehren sollten. Und deswegen haben wir Kalkutta vernichtet. Wir haben alle Städte vernichtet. Luxor ist gefallen. Ägypten sollte verstehen, dass diese Welt, wie sie existiert, nicht so bleiben kann. Nichts kann existieren, wenn es nicht omnistanisch ist. Und deswegen mussten sie sterben. All die Bevölkerung musste ausgelöscht werden. Alle mussten ins omnistanische Volk integriert werden. Denn nichts sollte bleiben, außer unsere Herrschaft. Und deswegen feuerten wir auf Barcelona den Erzengel ab, zerstörten die Bevölkerung, töteten Millionen. 25 Millionen sind gestorben. Und auch Barcelonas Reste werden uns gehören. Pi Ramses wird auch uns gehören. Das eindeutig Pi Ramses heißen sollte, aber das nur so am Rande. Niemand sollte uns mehr aufhalten. Unsere Rache, unsere Gefühllosigkeit konnte niemand stoppen. Unsere eigenen Städte werden geschützt vor dem Laser, vor dem heiligen Zorn des Lasers. Denn auch Persien könnte sich dazu entscheiden, die Welt auszulöschen. Durch ein mutiges, omnistanisches Schiff kann auch Persien unsere Macht verstehen. Madrid sollte nicht mehr existieren. Und deswegen wurde sie als Stadt zerstört, die Bevölkerung ermordet. Und Persien hatte nicht verstanden, was auf sie zukam. Was war passiert? Diese Macht war allgegenwärtig und doch unverständlich. Warum zerstört er unsere Städte? Kein Krieg wollten sie führen. Sie wollten weiterhin Frieden. Aber diesen Frieden konnte ich nicht akzeptieren. Und so, als letztes Zeichen, haben wir Persien den Krieg erklärt. Letzte Städte eingenommen. Theben sollte fallen. Alexandria sollte fallen. Nichts sollte unter der persischen Herrschaft bleiben. Aber sie mussten es verstehen. Und um das zu verstehen, gab es als letztes Zeichen einen Angriff auf die gigantischen persischen Armeen, die sich für unaufhaltsam gehalten haben. Und zwar mit den Drohnenangriffen. Damit haben wir ihre Armeen und ihre Moral gebrochen, haben ihre großen Stacks von 700, 800 Stärke zerstört und damit das letzte Zeichen jeglichen Widerstands gegen Omnistan gebrochen und einen Sieg errungen, wie er schöner und herrlicher nicht sein könnte. Denn ja, Millennia auf Großmeister zu besiegen als Erzengel ist absolut möglich. Ja, und das war's. Wir haben es geschafft, von alten Seefahrern, kleinen Städten zu großen Imperien und so gegen jeden Widersacher durchzusetzen, den unglaublichen Krieg zu ertragen, all diese Stunden des Rückgängigmachens angreifen, taktieren und strategisieren zu erfüllen, um einen Sieg zu erringen, der ja sehr blutig und sehr interessant war, wie ich finde.
helft dem Algorithmus, gebt ein Like, gebt einen Kommentar, schaut es euch nochmal an, schaut es euch zweimal an, schaut es euch dreimal an. Wenn ihr Hilfe braucht, schaut euch die Tutorials an oder diese Videos hier, die hier aufploppen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein.